Moin! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge mal Let's Play Mafia Definitive Edition. Wir haben die Beweismittel, glaube ich, geklaut, auch wenn es in der Videosequenz nicht ganz so aussah. Und sind jetzt auf dem Weg nach einer kleinen Schießerei den Salvatore nach Hause zu bringen. Den guten Mann, der mehr ein Pain in the Ass ist als alles andere. Oh, guck mal, hier ist eine Hütte. Ja, Salvatore, wir müssen noch einen Moment warten. Ich will mir diese Hütte angucken. Entschuldigung, haben Sie hier auch Comicbücher? Nein, keine Comicbücher. Also einsteigen, weiter. Oh. Salvatore, mein Freund, beeil dich. Los, 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 Kollege. Wir haben nicht ewig Zeit. So, weiter geht das Gewitter hier. Und auf zum Salvatore nach Hause. Das war doch eine relativ spannende Geschichte. Oh, ich dachte, weißt du, da denkt man, so einen Strafverfolger in den USA hat die Kohle, um sich richtig geile Karren zu holen. Und was bekommt man dann hingestellt, um zu flüchten? So eine Dreckskarre. So, okay, ja, wobei jetzt so bergab und mit Rückenwind geht's, wa? Schönes Ding. Na, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass hier kein Polizist ist, weil wir sind viel zu schnell unterwegs. Aber dafür haben wir ja den Speedlimiter. Um hier vernünftig um die Kurve rumzukommen. Was ist das? Wo ist denn eigentlich die Autoreparaturwerkstatt? Fahre ich da vorbei? Jo. Ja, dann lass uns doch mal auf dem Weg gleich mal gucken, was wir mit dem Auto so in dieser Reparaturwerkstatt anfangen können. Weil der Typ meinte ja, er hat Jobs für uns und er hat uns voll gerne und er wird voll gerne mal für den Don arbeiten. Und dann können wir ja gleich mal gucken, was bei den Kollegen so abgeht. Also, hier links abbiegen, schön um die Kurve. Wenn ich mich nicht täusche, war hier doch das Safehouse von Frankie. Frankie Boy. Guter Mann. So, Polizeiauto. Ha, hat zum Glück ignoriert, dass wir hier wie der letzte Arsch. Aber im Rahmen der Geschwindigkeitsbegrenzung selbstverständlich um die Kurven gefahren. Es sieht halt einfach super geil aus. Ich freue mich da jedes Mal aufs Neue drüber. Jedes Mal aufs Neue über dieses schönes, geil. Nein, hinter uns ist ein Polizeiauto. Wir können jetzt kein Auto klauen. Das ist nicht angebracht. Nein, 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 nein. Da fahren wir lieber weiter. Und gucken an der Autowerkstatt, was wir aus der Karre hier rausholen können. Ist das Polizeiauto weg? Oh, es muss wohl irgendwo abgebogen sein. Dann checken wir doch jetzt lieber mal aus. Und wechseln in ein sehr viel eleganteres, sportliches Cabrio. Stand sowieso in der Einfahrt. Das ist quasi, einmal abschleppen. Ja, seht ihr, das ist doch mal ein bisschen Beschleunigung hier. Ein richtiges Sport-Cabrio, in dem wir hier unterwegs sind. Don, devo dirti una cosa. Al nostro prossimo lavoro penso io alla Casaforte. Hai capito? Ci ho quasi rimesso la pelle in quella villa. Ed è tutta colpa tua. Ist alles meine Schuld. Un po' d'italiano. Per rispetto della nostra patria. Ok. È come parlare al mio cane, lo so. Ma Cristo, dovevo dirlo. Alles klar, ich bin schuld und weil er den Don gerne hat, verprügelt er mich nicht so nach dem Motto. Hier ist die Autofirma. Gucken wir doch gleich mal, ob der Kollege hier was für uns tun möchte. Also hier wird ein befreundeter Charakter angezeigt. Ich habe noch nicht ganz begriffen, wie ich zu dem Kollegen kommen kann. Na klar, ich kann hier mein Auto auftanken. Aber offenbar kann ich den Kollegen, der da hinten hinterm Haus ist, nicht besuchen. Ah, hier, guck mal, ich kann das Auto auftanken. Das haben wir dann schon mal gemacht.
Ich fahr jetzt nochmal außen rum. Ich will nämlich... An sich genau da drin. Da muss ich doch coole Sachen machen können. Hier steht, hier ist ein befreundeter Charakter. Direkt hier, der in meine Richtung guckt. Ist er aber gar nicht. Oder liegt er da im Regal und macht mit das Schläfchen? Ich guck dann mal nochmal, ob ich hier in die Einfahrt reinkomme. Aber es sieht nicht so aus. Er macht doch nicht die Tür auf. Also müssen wir uns das für ein anderes Mal aufbewahren. Und fahren gut motiviert den Salvatore nach Hause. Vielleicht haben wir irgendwann ja mal noch mal einen freien Tag, wo wir bei ihm vorbeischauen können. Warum leuchtet denn das da vorne so lila? Das habt ihr doch auch gesehen, oder? Oh, wegen der großen Swift-Cola-Werbung. Alles klar. Und zack, raus im Cabrio in den Regen. Also es ist halt auch nicht die Gegend, wo so geile Karren rumstehen. Klonk. Zum Glück hat der Polizist, der das gesehen hat, da kein Problem mit, wenn wir kleinere Autounfälle... Wow, okay. Der Polizist chillt halt direkt vor Salvatores Tür. Ja, Salvatore ist leider gar nicht so glücklich mit unserer Leistung, habe ich das Gefühl. Was wollen wir da machen? Kann man nichts machen. Nächstes Kapitel. Ein großartiger Deal. Ganz, ganz ausgesprochen großartig. Siljatna. This is the last of the good stuff, boss. I know. Some of those bottles I've had for 10 years. But we gotta make payroll. Get it out of here. I've heard them. Load it up. Good to see you, boys. Boss, any word on a job I pulled with Salvatore? You did fine, Tom. Galati's got nothing on us now. We bought some time. At least until the money runs out. Don't go selling off the farm yet, boss. Sam says you worked out an angle. Hmm? Yeah. And you're gonna love it. We make a few bucks and knock out a couple of Morello's teeth, too. Okay, what's the rumpus? A couple of weeks ago, I'm relaxing in the cigar lounge at the Blue Tropics. Where? Some small-time whorehouse. It's just a couple of closets with some mattresses on the floor. It's a gentleman's club. They got a bar and everything. Anyways, one of the Johns is south. And he's crying to the madam about all his troubles. He catches my ear on account of his goofy accent. He's going on and on about how he just landed this huge payday. But the goons he's working for are already twisting his arm. And he's got the busted nose to show for it. You pick up his tab? Hell no. But I walked him out of the place, took him to the diner around the corner to sober up. We get to talking. Turns out his name is Gates. He's this hick. Up from Kentucky. Moonshiner? Better. His pop's got a couple of real distilleries, and I'll give you one guess as to their exclusive buyer around these parts. Morello. And you think he wants to burn bridges? Oh, yeah. I've been working him steady, boss. He's bringing up another shipment tonight, but he's got his entire crew ready to roll over. All we gotta do is make it look like a proper heist. I don't know, Polly. You really trust this guy? He's got no love for Morello, I'll tell you that. Not like we got a lot of options here. We'll be cutting up the last beam pretty soon, boss. What do you think, Tom? We need to replace the Canadian. If Polly says this Gates can do that, I'm in. Where's the meat? The big parking garage downtown. Okay, do it. But you better not be playing grab ass this time. You take Carlo and little Bill with you. Sure thing, boss. Once you have the truck, drive it back here. Alles klar. Won't let you down, boss. Dann machen wir uns mal auf den Weg. You don't have to worry about me. I know I don't. Tommy does that for me. I'll keep your driver safe, boss. Sam and little Bill said to meet him downtown. Na dann. Das ist aber auch eine geile Karre, oder?
Warum werden solche Autos nicht mehr heutzutage gebaut? Guckt euch das an. Wie schön ist das denn? Ist das geil. Ah, get bent. Big moment, huh? Finally running with the pack. Listen, I spend more time with Adam than all of you's put together. Sure. Sure. Sat out on the road waiting till he's finished with his brawn. If you don't want me to come, I won't. It's fine. Boss doesn't have to know. Nah, you're coming. The boss said you're coming. Just, you got a face like you're being taken for an errand. I don't want Gates thinking we're frails. Why does Gates sell Morello anyways? First time Gates pulled in with his trucks, Morello decided to change up the terms. The big guy himself popped him in the nose as part of their renegotiation. His nose is gonna get more than a pop if Morello hears we're involved. That's why we're pretending to stick him up. Then he'll go back to his pop and tell a sob story about being robbed at gunpoint. He'll convince his old man that Morello can't protect the merchandise. They'll need to find a new buyer out here, and he's heard of a stand-up guy named Salieri. What a geile plan. This plan is some bullshit, Tom. Pauly told it to me yesterday, and somehow it's gotten worse. Hey, when you get a lead for the boss, and you don't just drive him places, then you get to pick holes. So then, shut your damn mouth. Yeah, Carlo. Whatever helps you sleep. Oh! When Morello checks you down, don't come crying to me. Are you serious? You're actually serious. Fellas, knock it off. Christ. Christ. Keine Polizisten, nee, dann gehen wir mal ein bisschen Gas hier, oder? Schön rüber über Labrycus Maximus. Donde esta la biblioteca? Ich weiß auch immer noch nicht, ob der Typ, der es in dieser Nacht probiert hat, hier von der Brücke zu springen, ob der nun wirklich gesprungen ist oder nicht. Man hätte mal stehen bleiben sollen, sich das angucken sollen. Aber die Autorennmission war ja zeitbegrenzt, deswegen ging das nicht ganz so gut. Schade eigentlich, weil das hätte ich gerne gesehen. Ja. Eine Straßenbahn. Da wollen wir mal vorbeifahren. So, Kinders. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Schluss mit lustig. Hier wird gleich der Überfall stattfinden. Ich habe euch lieb. Das wird aber alles in der nächsten Folge passieren. Und deshalb, bye bye, ihr Hübschen. Küsschen auf Nüsschen. Bis dann. Ciao, ciao.